Ja, die Frage ist natürlich, was macht man nun mit diesen Fotos? Solange sie nur auf dem Computer liegen, sind sie ja nicht wahnsinnig sinnvoll genutzt. Meist wirst du in der Schule die Bilder für irgendeinen Zweck brauchen, nehmen wir an, für eine Word-Datei, für einen Steckbrief oder so etwas. Und dabei soll das Bild meist eben auch verkleinert werden, weil die Bilder bei heutigen Kameras enorme Datenmengen verbrauchen, sind sie nicht sehr praktisch für die Arbeit, zum Beispiel in Word oder anderen Dateien, PowerPoint-Dateien. Um also die Bilder auf eine vernünftige Größe zu bringen, musst du sie zuerst exportieren und das möchte ich dir zunächst einmal zeigen. Nehmen wir an dieses Bild und selbstverständlich kannst du auch gleich mehrere auswählen mit der gedrückten Befehlstaste. Wählen wir alles Bilder aus, die exportiert werden sollen. Du wählst Ablage, Exportieren oder Befehl Umschalt E und hast hier die Möglichkeit, noch Einstellungen vorzunehmen. Das Format ist JPEG, allenfalls auch einfach das Originalformat, aber ich würde JPEG, so werden nämlich alle Änderungen, die du an der Datei gemacht hast, neu in diese Datei hineingespeichert. Die Qualität hoch oder vielleicht eher sogar maximal, je nach Verwendungszweck. Wenn es nur noch ins Internet kommt, dann reicht eigentlich hoch, damit wir nicht so riesige Dateien haben. Dann Titel und Schlagwörter, allenfalls Ortsinformationen, die werden sinnvollerweise eingebunden. Die Größe, Originalgröße, wenn die Qualität eine Rolle spielt, wenn es zum Beispiel sehr groß ausgedruckt werden soll. Wenn du mehrere Bilder in einer Word-Datei brauchst, dann reicht eigentlich groß. Das ist so die Bildschirmgröße, die wir jetzt hier vor uns haben, 1280 mal 800. Das reicht eigentlich recht weit. Nicht zum Drucken für gute Qualität, aber fürs Internet oder für Word-Dateien reicht das. Und du könntest auch mit eigener Größe die Dimension in der Höhe und der Breite angeben. Für mich so ein praktischer Wert ist 1600, das reicht sehr gut für gute Qualität im Postkartenformat. Und normalerweise sind die Fotos nicht größer ausgedruckt. Also 1600 ein brauchbarer Wert. Dann Dateiname verwenden, das wähle ich hier nicht, sondern eher Titel verwenden. So wird nämlich das IMC sowieso, wie die Kamera jeweils die Dateien verwendet, ersetzt durch eben diesen Titel, den wir hier eingegeben haben, manuell. Oder du magst dich vielleicht erinnern mit diesem Stapeländerung. Falls nicht, kannst du auch sequenziell und als Präfix beispielsweise Schneesportlager und so werden die Bilder umbenannt in Schneesportlager und dann durchnummeriert. Wir schauen gleich mal, wie das ausschaut. Das ist ganz wichtig, dass die Bilder einen sinnvollen Namen haben, damit also der Empfänger, deine Lehrperson beispielsweise oder wer auch immer, eben auch etwas anfangen können mit diesen Bildern. Exportieren. Du wirst gefragt, wohin? Auf den Schreibtisch. Ich mache aber einen neuen Ordner. Den nenne ich Test und OK. Und schon sieht sie hier drin und du siehst, du hast hier die Bilder Schneesportlager 1 bis 3. Das ist sicher recht praktisch. Und diese Bilder haben jetzt eine Größe von 1067 mal 1600. Das ist genau richtig für den Ausdruck auf Postkartenformat.